Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, zunächst gibt es eine schöne Vermittlungsnachricht zu verkünden. Die vor einer Woche vorgestellte Hündin Clara ist schon zur Probe bei ihrer neuen Familie. Nun kommt es darauf an, dass sich alle gut verstehen. Für die lebensfrohe Clara ist es wunderschön, dass sie wieder Menschen allein für sich hat. Heute stehen zwei Pfundkätzchen im Fokus unserer Folge. Den Anfang macht ein Katzenmädchen mit einer ganz interessanten Fellzeichnung. Sie ist schwarz, hat ein weißes Lätzchen und Höschen und im schwarzen Fellchen sind einzelne weiße Haare. Das Miezchen wurde am 10. August in Gotha in der Kindermannstraße gefunden und zur Arche Noah gebracht. Es ist sehr zahm und menschenbezogen, sodass Tierheimleiterin Katrin Mattes davon ausgeht, dass das Miezchen ein Zuhause hat. Vielleicht wird es schon im Umfeld der Fundstelle sehr vermisst. Das Kätzchen dürfte etwa im Mai geboren worden sein. Das zweite Findelkind ist ein grau getigertes Katerchen mit weißem Latz und weißem Pfötchen. Das geschätzte Geburtsdatum ist Mitte Juni. Das weiß gestiefelte Katerchen wurde in der Inselsbergstraße in Sünthausen gefunden. Auch er ist sehr zahm und hatte wahrscheinlich ebenfalls engen menschlichen Kontakt. Für beide Kätzchen werden die Besitzer gesucht. Vielleicht erkennen auch Nachbarn oder Bekannte der Besitzer die Ausreißer. Oder es hat jemand von der Suche nach den Kätzchen gehört. Auf jeden Fall sitzen die beiden mautend eingesperrt im Quarantänekäfig und würden zu gern draußen toben und spielen. Sollten sich für die beiden Sträuche keine Besitzer melden, suchen sie natürlich ganz schnell neue Reviere zum Spielen, Jagen, Lernen, Futtern und natürlich Streicheln.